Herzlich willkommen in Paraguay auf der Missionsstation Panambi. Wir sind Helmut und Damaris Meyer. Seit unserem letzten Heimatdienst wohnen wir außerhalb der Station. Deshalb kommen wir 2 bis 3 Mal die Woche mit dem Auto hierher, um von hier aus unsere Arbeit zu tun. An den anderen Tagen ist Helmut in anderen Siedlungen unterwegs. Salomon Doré, der Direktor unserer Schule, wohnt nach wie vor mit seiner Familie auf der Station. Heute ist, nach ungefähr 2 Wochen Quarantäne, das erste Mal wieder normaler Schulunterricht. Hallo nochmal, hier ist gerade Pause in der Schule. Wir haben für die Kinder ein bisschen einen Spielplatz eingerichtet, damit sie in der Pause auch ihre Zeit vertreiben können. Hier auf der Station war bis zur Pandemie auch noch der Versammlungsort von unseren Gläubigen in der Gemeinde und den Indianern. Viele Jahre haben wir schon überlegt, ob wir nicht die Kirche in die Siedlung umziehen sollen. Und seit der Pandemie haben sie bei jemandem am Haus Gottesdienste bis jetzt und haben dann auch gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn sie selber eine Kirche haben, zu der sie Zugang haben jederzeit, wo sie darüber bestimmen können. Nicht so, dass wir das hier verboten hätten, die Gottesdienste während der Pandemie oder in der Zeit danach, wo es besser, wo es locker wurde. Aber sie haben das selber so für sich entschieden. Und wir haben ein Projekt jetzt eingereicht bei der DPM, bei der Mission. Ein neues Kirchengebäude, das dann in der Siedlung stehen wird. Das wird dann nächstes Jahr realisiert, wenn das Geld zusammen ist. Buenos días, Serera. Jonathan Aguirre. Guten Tag, mein Name ist Jonathan Aguirre. Ich bin Leiter der Igleno-Gemeinde in Iracaretá, Panambi. Ich bin verheiratet mit Angelina. Meine Töchter sind Ruth Noemi und Adriana Merit. Ich freue mich, dass Sie mich durch die Möglichkeit des Videos sehen können. Früher, vor der Pandemie, trafen wir uns zu den Gottesdiensten im Kirchengebäude auf der Missionsstation. Nun finden hier in unserem Privathaus die Gottesdienste statt. Als Gläubige treffen wir uns dienstags, mittwochs und sonntags. Wir haben Bänke, die wir zum Gottesdienst aufstellen. Dieses Grundstück hier haben wir als Platz für unser zukünftiges Kirchengebäude gewählt. Hier wollen wir ein neues Gebäude bauen, um uns zu versammeln, um gemeinsam Gott zu loben und zu beten. Das Gebäude soll möglich machen, dass wir uns bei jedem Wetter treffen können. Das ist unser Wunsch und unser Projekt. Vielen Dank. Ja, das war ein kleiner Einblick nach Paraguay Panambi. Vielen Dank, wenn ihr die Indianer in euren Gebeten begleitet, die schon an Jesus glauben. Und wir wünschen uns, dass noch mehr zu Jesus finden, ihn als ihren Retter erkennen. Ja, und da wir hier immer noch unseren Auftrag sehen von Gott, deshalb bitten wir auch für uns um Gebet, für uns und unsere Familie, dass wir selber immer ermutigt sind und weiter unsere Arbeit hier in der Zone tun können. Vielen Dank.